Guten Abend zusammen zu einem neuen WABCO-Wirt Web-Event zum Thema Klimaservice-Geräte der Coolio-Serie. Ich habe heute neben mir den Produktfeldleiter Klimaservice, der mir hilfreich zur Seite stehen wird, um euch diese Serie vorzustellen. Ja, vielen Dank, Uwe. Auch ein herzliches Willkommen zu den WABCO-Wirt Web-Events von meiner Seite. Schön, dass Sie alle dabei sind. Ja, Stefan, da komme ich jetzt mal zu einer ganz zentralen Frage. Warum sollte denn ein geneigter Kunde sich für ein Gerät der Firma WABCO-Wirt entscheiden? Das ist natürlich relativ einfach zu beantworten. In kurzen Worten, hier geht es um Qualität, hier geht es um Service, hier geht es um innovative und bedienerfreundliche Produkte. Warum Qualität? Qualität ganz einfach deshalb, wir produzieren und entwickeln unsere Geräte seit 2017 selbst, haben somit auch die Qualität in unserer eigenen Hand. Das heißt, unsere eigenen entwickelnden Komponenten auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Zukaufteile, wie zum Beispiel Ventile, Schnellkupplungen, Schläuche und so weiter, die zum Beispiel kommen von Parker oder auch von Conditech. Bei den Manometern handelt es sich zum Beispiel um Vika. Von daher haben wir unseren Qualitätsanspruch damit sozusagen befriedigt und haben das selbst in unserer Hand. Service, für Sie, liebe Kunden, steht unser Service mit 18 Servicetechnikern deutschlandweit zur Verfügung. Die sind über ganz Deutschland verteilt, übrigens auch in der Schweiz und Österreich, werden zentral geführt aus Künzelsau und können dementsprechend flexibel auf Ihre Bedürfnisse reagieren. Hier geht es vornehmlich um das Thema Ersteinweisung, Aufstellung von einem Gerät, aber auch um das Thema Wartung und im seltenen Fall der Reparatur wird das natürlich entsprechend auch ausgestellt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch direkt mal die Gerätschaften an. Wir haben jetzt hier drei Serien, haben wir mal vorbereitet. Das sind die drei wichtigsten Serien. Das ist einmal die Serie 10, also hier in dem Fall das A10 für das Kältemittel R134A. Dann haben wir hier die nächstgrößere Vertreterin der 50er-Serie. Vergessen zu erwähnen, die Baugröße resultiert natürlich in erster Linie von der Behältergröße im Gerät. Wir haben hier 11 Kilogramm Vorrat im internen Behälter. Bei der 50er-Serie haben wir schon 20 Kilogramm Vorrat im internen Behälter. Und bei unserem ganz großen hier, bei dem A30, haben wir sogar 35 Kilogramm im internen Vorratsbehälter. Damit ist eigentlich auch schon die Hauptstoßrichtung klar. Wir haben Anwender, die haben sehr große Klimaanlagen mit großen Füllmengen. Und wir haben aber eine Riesenmenge von Anwendern, die haben durchschnittliche Klimaanlagen zwischen 500 Gramm, 1 Kilogramm. Die sind mit der kleinen Serie bestens bedient. Und dann haben wir natürlich auch noch Spezialanwender, die eventuell in Bereichen mit Mobileinsatz kommen. Absolut richtig, wenn wir über Mobilität sprechen bei so einem Gerät. Warum ein kleineres Gerät? Hier haben wir die Möglichkeit, mit der 10er-Serie so ein Gerät zum Beispiel auch im Fahrzeug zu transportieren. Es ist klein und handlich. Es hat eine innovative Wagenverriegelung, um die Waage als solches vor dynamischen Lasten entsprechend zu schützen. Das Gerät ist betreibbar über einen Spannungswandler ebenso. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man das an die Fahrzeugbatterie anschließen kann, mehr oder weniger so ein Spannungswandler, dann kann man mobil einen Service durchführen. Das gilt vornehmlich für den Truck-Service zum Beispiel. Denken Sie an Agri, also landwirtschaftliche Geräte, aber auch Baumaschinen. So kann ich mein Gerät im Prinzip zum Kunden transportieren und die Services da entsprechend durchführen. Was natürlich im Nutzfahrzeugbereich wiederum den Vorteil hat, dass ich die Standzeiten in der Werkstatt reduziere, weil ich direkt vor Ort meinen Service machen kann, in dem Fall. Ja, und dann haben wir natürlich noch etwas, weil dieses Thema Mobilität auch noch ein wichtiges Thema ist. Wir haben eine spezielle Waagekonstruktion, die darauf baut, dass wir quasi die Waage nicht unter dem Behälter platzieren, wie das andere Hersteller machen, sondern wir haben die Waage oben platziert und hängen den Waagekomplex mit einem Halter daran. Das hat folgenden Vorteil, dass wir von der Bodenneigung nicht so extrem abhängig sind und das Waageergebnis sich nicht so viel verschlechtert, wie das verglichen mit der anderen Konstruktionsweise ist. Wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel in einem Servicefahrzeug, selbst wenn das Servicefahrzeug gerade steht, also nicht gerade auf dem Acker oder so, sondern auf der Straße, allein der Beladungszustand kann schon dazu führen, dass ein Gerät in einer leicht geneigten Stellung sich befindet und da kommt uns genau diese hängende Wagenkonstruktion
zu Pass und bringt die entsprechenden Vorteile der Genauigkeit. Und das, die Waage ist eben, also diese Flasche ist nicht wie ein Pendel da unten dran, sondern die hat noch eine Zentriervorrichtung mit Federn, sodass auch eine angemessen befüllte Flasche nicht komplett seitlich weghängt. Absolut. Ja? Bleiben wir kurz bei der Mobilität. Wir haben serienmäßig bei der 10er-Serie schon 3-Meter-Schläuche mit verbaut im Standard-Lieferumfang. Wenn wir davon ausgehen, so ein Gerät auch mal im Fahrzeug zu transportieren und wollen das Gerät aus dem Fahrzeug heraus betreiben, macht es natürlich Sinn, die Schläuche zu verlängern. Hierfür stehen 3 Meter Verlängerungsschläuche zur Verfügung, dass wir auf 6, aber auch auf 9 Meter gehen können. Damit erreichen wir natürlich, ich will nicht sagen die entferntesten Stellen, aber doch schon sehr viele Stellen um das Fahrzeug herum. Oder zum Beispiel, wenn Sie an einen Mähdrescher denken im Agri-Bereich, dann ist es natürlich so, dass die Klimaanlagenanschlüsse sehr weit oben liegen. Das heißt, hier haben wir auch die Möglichkeit, ohne einen Gabelstapler oder sonstige Hebelhilfen zu verwenden, diese Anschlüsse auch sauber und ordentlich zu erreichen. Da haben wir hier als einzigen Unterschied bei der A30 sogar 5 Meter lange Schläuche, weil natürlich große Fahrzeuge auch sehr unterschiedliche Einbauorte haben und die könnten ja auch eine dachmontierte Anlage haben. Und da muss ich trotzdem die Anlage erreichen können. Ja? Ja, haben wir noch was vergessen zum Thema Mobilität? Ja, das A30 ist jetzt nicht das klassisch mobile Gerät. Allerdings können auch hier, sollte es benötigt sein oder benötigt werden, Schlauchverlängerungen angebracht werden, sodass wir die 5 plus 6 Meter, sprich auf 11 Meter kommen an der Stelle. Genau. Was haben wir noch gemeinsam? Wir haben ein gemeinschaftliches Bedienkonzept, bestehend aus einem einzigen zentralen Knopf. Also man sieht schon, es würde jetzt hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen mit bunten Design, aber es ging auch gar nicht um buntes Design, sondern es geht einzig und allein um die werkstattfreundliche Bedienbarkeit, auch mit jenem relativ unbeliebten Zubehörartikel, der da heißt persönliche Schutzausrüstung, dieser Chemikalien-Schutzhandschuh, den ich tragen muss dabei. Und so war die Aufgabenstellung, das so einfach zu halten, dass es auch unter diesen erschwerten Bedingungen einfach zu bedienen geht. Wie sieht das aus? Wir haben jetzt hier mal die Standby-Schaltung. Als erstes informiere ich mich über den Vorrat, den das Gerät noch beinhaltet. Und dann habe ich auf einer einzigen Menüebene alles zur Hand, was ich für den Betrieb dieses Gerätes brauche. Angefangen von der Befüllung oder Nachfüllung des Gerätes über eine externe Flasche hin zu sämtlichen Schritten, die ich manuell einzeln ausführen kann. Ist immer der Fall, wenn ich irgendeine Reparatur durchführe oder bei größeren Anlagen, habe ich immer die Möglichkeit, entweder nur abzusaugen oder abzusaugen und vakuumieren, wenn ich zum Beispiel eine Unfallreparatur vornehme und so weiter und so fort. Und wenn ich für den Standard-Service mal sprechen darf, das ist quasi eine unbeschädigte normale Anlage, die einfach nur einen regulären Service benötigt, dann habe ich hier den Automatikmodus. Der verlangt von mir lediglich die Kenntnis über die Füllmenge des Kältemittels. Die muss ich eingeben. Den Rest macht das Gerät automatisch fertig. Und dann haben wir noch eine Datenbank. Diese Datenbank beinhaltet sämtliche Fahrzeuge, die mit diesem Kältemittel als Serienausrüstungsbestandteil ausgeliefert wurden. Also das heißt, sämtliche PKWs, die mit Klimaanlage erhältlich sind, sämtliche LKWs und Zugmaschinen, leichte Nutzfahrzeuge nicht zu vergessen. Ja, und natürlich auch Landmaschinen, Agri-Fahrzeuge, die auch immer mehr mit Klimaanlage unterwegs sind. Und von dem her brauche ich hier eigentlich nur noch den Typen wissen, die Verkaufsbezeichnung, muss keinerlei Füllmengen wissen. Ich fange einfach an mit der Arbeit. Und trotzdem haben wir das hier auch nochmal getoppt, indem wir für den Fall, dass wir eine Sonderfahrzeugausführung haben oder eine Nachrüstung haben, auch hier nicht ohne dastehen. Das heißt, ich kann hier einfach reingehen und mal raus. Ich gehe hier einfach in den Datenbankbereich hinein und kann ein eigenes Fahrzeug, sage mal, heute verlässt er mich ein bisschen. So, jetzt aber. So, und da kann ich jetzt ein neues Modell anlegen, das heißt Marke,
Füllmenge etc., was ich an Informationen benötige. Und dann kann auch dieses Fahrzeug zukünftig wie ein Serienfahrzeug über die Datenbank behandelt werden. Ist natürlich sehr große Zeitersparnis, vor allem ich mache das jetzt nur einmal. Ich kann diese Einträge auch verändern, editieren, was auch teilweise nötig ist, wenn ich zum Beispiel vom einen aufs andere Kältemittel umstelle. Da ändern sich oft auch die Mengen während der Zeit. Ja, also wie gesagt, alles vollkommen einfach und alles mit Handschuh. Damit kann auch keiner mehr sagen, es wäre eine Belastung, diese Schutzausrüstung zu tragen. Denn das war immer der schwierige Part, weil den Kuppler aufsetzen mit dem Handschuh, das kann mittlerweile jeder. Ja, kommen wir weiterhin zur Datenbank. Die Datenbank wird ja auch hier und da mal abgedatet. Ja, das heißt, es kommen ja immer neue Fahrzeuge hinzu. Im 134a-Bereich noch auf der Nutzfahrzeugseite, darf man nicht vergessen. Es gibt immer wieder neue Nutzfahrzeuge, die auch da eingepflegt werden. Im 1234YF-Bereich, der auch im Nutzfahrzeugbereich und auch im Agri-Bereich immer aktueller wird. Nutzfahrzeuge, spreche ich jetzt von den Transportern, die sind oft mit 1234YF schon ausgerüstet an der Stelle. Andere noch mit 134a. Ich darf aber auch sagen, dass ein schwedischer Fahrzeughersteller ab nächsten Jahr seine Nutzfahrzeuge, schweren Nutzfahrzeuge auch mit 1234YF ausrüsten wird an der Stelle. Wie bekomme ich denn die Datenbanken jetzt aktualisiert? Klasse Hinweis. Wir haben auch hier einheitlich über alle Serien verteilt immer eine USB-Schnittstelle. Die kann ich dazu benutzen, die Maschine abzudaten, die Datenbank abzudaten. Und ich kann natürlich auch über diese Schnittstelle Informationen aus dem Gerät empfangen. Zum Beispiel eine vollständige Liste aller Arbeiten, die mit diesem Gerät durchgeführt wurden. Mit Datum, Uhrzeit und was man halt so benötigt als Information. Insbesondere natürlich, wenn ich den Verbrauch von Kältemitteln nachweisen muss oder die abgesaugten Mengen nachweisen muss, kann ich das wunderbar tun. Und natürlich auch sämtliche Dichtheitstests, egal ob Vakuum oder über den Stickstoffdruckverlusttest, den wir uns nachher noch kurz mal anschauen, wie das an der Hardware hier ausschaut. Auf jeden Fall eine absolute sichere Sache. Das Einzige, was ich halt tun muss, ich muss das Kennzeichen eingeben oder eine Auftragsnummer, sodass dieser Datensatz auch dem Fahrzeug zugeordnet werden kann. Und dann kann auch mal der Ausdruck verloren gehen. Ich kann dem Kunden trotzdem mit diesem Eintrag hier weiterhelfen und kann ihm exakt sagen, an welchem Datum und welche Uhrzeit welche Arbeiten mit welchem Ergebnis durchgeführt wurden. Unabhängig davon ist all unseren Geräten eines gemein, so wie das Coolio Select besitzt jedes unserer Geräte auch einen eingebauten Drucker, der im Serienlieferumfang mit enthalten ist. Genau. Jetzt kommt man natürlich unweigerlich zu der Frage, warum sollte jetzt jemanden nur wegen des Behälterinhalts eine größere Maschine kaufen, die noch dazu teurer ist. Es gibt natürlich nicht nur den Behälter, den wir hier haben, sondern wir haben hier auch noch, muss ich mal das Ding ausziehen hier. Ich habe hier natürlich auch noch andere Vorteile. Ich habe hier zum Beispiel zwei Frischöl-Vorratsbehälter anstatt einem bei der 10er-Serie, was natürlich den Vorteil bedeutet, ich muss nicht jedes Mal den Behälter umbauen und jedes Mal separat spülen, denn bei diesem Gerät haben wir einen automatischen Spülprozess am Ende jedes Service-Jobs, den wir durchgeführt haben. Und das ist passenderweise die Zeit, die ich dazu benötige, das gerade behandelte Fahrzeug rauszufahren und das nächste reinzuholen. So, und dann habe ich immer eine absolut intern saubere Maschine am Start und muss mir hier über Ölsorte oder sowas gar keine großen Gedanken mehr machen. Das heißt also, Uwe, wenn ich dich richtig verstehe, die Parkpositionen dienen auch gleichzeitig für die interne Spülung. Hier gibt es ja eine Verbindung, eine interne, sodass der komplette Kreislauf des Gerätes auch gereinigt wird, egal ob beim Ölsortenwechsel, zum Beispiel von PRG auf POE-Öl oder umgekehrt, aber auch bei einem Wechsel von der Viskosität zum Beispiel, Flügelzellenkompressor und Kolbenkompressor als Beispiel. Und dann haben wir natürlich diesen Spülvorgang da zwar auch drin in der 10er-Serie, aber da muss er halt manuell ausgelöst werden. Hier kann man das automatisch laufen lassen. Wie gesagt, dann haben wir noch eine ganz tolle Sache, das ist mein persönlicher Favorit, das ist diese Stickstoffdruckverlustprüfung. Deswegen hängt hier hinten diese Stickstoffflasche dran. Die Flasche selber ist jetzt kein besonderes Detail, das haben mehrere Hersteller schon hinten an das Gerät dran gebaut. Zum besonderen Detail wird es allerdings, weil wir diesen
Druckverlusttest in die Software eingebettet haben. Das heißt, sowohl die Durchführung, die Auslösung, die Befüllung und die Zeitmessung findet alles über das Gerät und die Software statt. Und deswegen kommt es auch zu einem Report, zu einem Ausdruck, wo genau dieser Test wiedergegeben wird. Ja, warum ist das jetzt so interessant mit der Dokumentation? Wir haben eine EU-Richtlinie, die 2006/40, die ganz klar vorschreibt, in jedem Fall, wenn ein Fahrzeug komplett entleert in die Werkstatt kommt oder ein Kältemittelverlust von sehr großer Menge in kurzer Zeiteinheit eintritt, dann muss ein Druckverlusttest durchgeführt werden. So, der Test ist jetzt auch nicht so neu, den gab es auch schon länger, gerade mit Stickstoff. Allerdings hat es in der vergangenen Zeit sehr viel Arbeitszeit in Anspruch genommen. Da musste ein separater Wagen hergefahren werden, das Klimaservicegerät wieder abgeschlossen werden, dann diese Flascheneinheit drauf. In der Regel hat man das auch dann nur auf einer Seite gemacht, dann hat man aufgedreht, warten, bis der Druck sich auspendelt und dann eben 20 Minuten Wartezeit einstellen, weil bei einer Skalenteilung von 0,2 oder 0,5 muss man dann auch mindestens 20 Minuten warten, bis sich hier tatsächlich eine aussagefähige Veränderung ergibt oder auch nicht. Und das Ganze kann das Gerät nicht in 40 Minuten, sondern insgesamt in 5 Minuten, was einfach an der Automatisierung liegt und der Verwendung eines elektronischen Sensors, der wesentlich höher auflöst, als mein Manometer das könnte. Na? Dadurch kann ich mir das sparen und dieser Drucksensor ist, wie gesagt, spricht sehr fein an und ist unbestechlich. Also das heißt, bei einem Manometer habe ich ja noch das Problem, dass wenn ich etwas schräg drauf schaue, könnte ich mich mal verschauen und das passiert bei diesem Drucksensor halt nicht. Der gibt absolute Werte aus. Uwe, lass mich bitte noch erlauben, mir einen Schritt zurückzugehen. Ich erlaube dir alles, Stefan. Dankeschön. Zu dem Thema Spülen. Wir haben ja jetzt gesprochen über die interne Spülung. Es kommt ja immer wieder mal zu einem Kompressorschaden in der Klimaanlage, wo ich dann immer, du bist Techniker, bist da viel tiefer drin als ich, wo es um das Thema Spülen der Klimaanlage geht. Wie sieht die Funktionalität hier aus? Ja, die Spülung der Klimaanlage funktioniert in ähnlicher Weise wie die interne Spülung. Nur mit dem Unterschied, dass ich natürlich jetzt hier etwas mehr Volumen bewegen muss. Während ich hier drin mit rund 100 Gramm spüle, muss ich im Fahrzeug drin die komplette Füllmenge über den kompletten Bereich spülen. Und damit die Fließgeschwindigkeit hoch genug ist, um das gesamte Öl loszuwerden, das ist nämlich der primäre Zweck der Spülung, sämtliche Rückstände inklusive Ablagerungen, eventuell ja, verschleißbedingte Partikel aus der Anlage rauszuspülen, brauche ich als Hilfemaßnahme ein Vakuum. Und damit das Vakuum schnell genug läuft, muss das Volumen groß sein. So, wir haben jetzt hier in diesem neu entwickelten Spülkit 5 Liter Volumen drin. Bei einer klassischen Pkw-Anlage mit 500 Gramm oder nehmen wir mal die Lkw-Zugmaschine mit 1 Kilogramm, da sind wir mit circa 2,5 bis 3 Liter Gesamtvolumen dabei plus 7,5 Liter. Da bekomme ich auch die richtige Fließgeschwindigkeit zusammen. Die sollte ähnlich schnell sein wie die Originalfließgeschwindigkeit unter den realen Betriebsbedingungen dieser Anlage. So, und dann schreiben die Hersteller, damit es auch wirklich nachvollziehbar wird, mehrere Zyklen vor, die zum Beispiel bei Volkswagen oder bei Gruppenfahrzeugen dieser Marke schreiben die vor, bei 134a Minimum 3 Zyklen zu machen. Ja? 3 Zyklen, um einfach sicherzustellen, dass wirklich nach 3 Mal sämtliche Reste aus der Anlage entfernt sind, die leicht löslich sind. Oder bei dem neuen Kältemittel sind es sogar 4 Zyklen, die gefahren werden müssen. Und die muss ich natürlich auch nachweisen. Und zwar spätestens dann, wenn mein nächster Kompressor den Geist aufgeben sollte, wird eine Ölprobe verlangt. Und in der Ölprobe wird mir dann mit Sicherheit auch der Nachweis gemacht, ob ich nun gespült habe oder nicht. Oder ob sich alte Bestandteile darin befinden. Denn wir haben nämlich, wie gesagt, bei dem Öl haben wir chemische Rezeptoren drin, die über das Alter Auskunft geben zum Beispiel. Das Wichtige dabei ist, dass das Spülprogramm bei unseren Geräten, bei dem kleinsten 10er, bei dem 50er Serie, bei der 30er Serie integriert ist. Das heißt also, mit all diesen Geräten kann man diese Spülung auch entsprechend durchführen. Gut.
Das Spülkit selber ist auch eine Eigenentwicklung, und zwar genau um das sicherzustellen, was du genannt hast, die Fließgeschwindigkeit. Normale Spülkits, Standard-Spülkits haben so zwischen 3 und 3,5 Liter. Wir haben 5 Liter gewählt, um genau das Spülergebnis noch einmal zu verbessern. Uwe, du hast zu deiner Rechten ein wunderschönes Gerät stehen. Du hast genannt das A50 als deinen Favoriten mit der Stickstoffprüfung. Das ist übrigens mein Favorit. Ich weiß auch warum. Zum einen eben wegen der großen Menge. Und damit die große Menge nicht zur Verzweiflung bei der Befüllung führt, haben wir hier ein Detail eingebaut, nämlich die elektrische Befüllpumpe, die auch bei größeren Mengen im zweistelligen Kilobereich für normale Zykluszeiten sorgt. Normal deswegen, weil wir ansonsten über den Druckunterschied immer eine Anlage befüllen müssen. Und hier ist uns der Druckunterschied relativ egal. Wir fördern über diese Befüllpumpe jede Menge, die quasi verlangt wird, in das Zielsystem hinein. Das heißt also ein Gerät für großvolumige Anlagen, nicht nur für Busse, aber auch für Straßenbahnen als Beispiel oder für die Züge. Apropos Busse, wir haben ja hier eine besondere Datenbank. Hier geht es vor allem um das Thema Busdatenbank. Busdatenbank war immer so ein, ja, ich nenne es mal Buch mit 7 Siegeln. Es gab nie eine vernünftige Busdatenbank auf dem Markt. Wir haben sehr viel Zeit und vor allem Entwicklungszeit in das Thema gesteckt und haben eine Busdatenbank entwickelt. Die ist zu finden nicht im Gerät, und zwar aus einem relativ einfachen Grund. Die Busdatenbanken sind so komplex, weitläufig und vielseitig, dass es kaum möglich ist, eine solche Datenbank in ein Klimaservice-Gerät zu integrieren. Hier haben wir jetzt mal das Coolius-Portal aufgerufen und wählen einmal einen Bus aus. Das sind MAN an der Stelle, und allein hier sieht man schon, oder sind ja sogar relativ wenig Auswahlpunkte. Die haben 3, 4 verschiedene Klimaanlagen mit verschiedenen Füllmengen auch entsprechend. Wählen wir mal noch einen anderen aus. Ja, und allein hier kann man schon mal sehen, wie viele unterschiedliche Klimaanlagen es in einem Modell gibt. Der Kollege in der Regie scrollt das mal rauf und runter, und die Zuordnung der unterschiedlichen Klimaanlagenhersteller, das, glaube ich, beschreibt recht gut die Komplexität, und das ist ein Novum auf dem Markt. Ich kenne keinen anderen Hersteller, der sowas bieten kann. Genau. Ja, Ich habe was? hier mittlerweile 2 Fragen reinbekommen von der Regie. Eine Frage bezieht sich auf die Rückgewinnungsrate, das heißt, die Frage konkret: Wie hoch ist die Rückgewinnungsrate unserer Geräte? Die liegt über 99%, 99,9 irgendwas Prozent. Ja, wir halten uns halt auch an die physikalischen Vorgaben, die das Fahrzeug uns abverlangt. Und wir warten immer die Druckanstiege ab und saugen wirklich bis zum, ja, bis 0,5 unter Atmosphäre ab. Absolut richtig. Die Geräte saugen natürlich erstmal das Kältemittel ab. Hier kann es sein, dass noch Öl, vor allem in großvolumigen Anlagen, also Kältemittel im Öl gelöst ist. Das dampft später nochmal nach. Hier ist eine sogenannte Wartezeit einzuhalten. Wir empfehlen die auch, die durchaus je nach Klimaanlage etwas höher zu stellen, und dadurch erreichen wir eine sehr, sehr hohe Absaugrate. Die Norm zum Beispiel sagt, die muss größer sein als 95%. Dann kommt die nächste Frage, ein Thema für dich als Techniker. Du bist ja sehr technikaffin. Wie ist denn das mit der Wartungsfreundlichkeit und vor allem mit den Wartungsintervallen bei den Geräten? Ja, die Wartungsintervalle, das ist immer sehr schwierig bei einem Klimaservice-Gerät. Aber wir haben eine Komponente, die eigentlich immer mit integriert ist. Das ist die Vakuumpumpe. Und die Vakuumpumpe haben wir hier bei den Serien 50 und 10, haben wir eine Laufzeitvorgabe von 3000 Minuten bis zur nächsten Fälligkeit eines Service. Und bei der A30 haben wir sogar 3600 Minuten bis zur Laufzeit eines folgenden Service. Entspricht ungefähr einer Kältemittelmenge von 75 bis 100 Kilogramm. Und dann muss der Filtertrockner ersetzt werden und das Vakuumpumpenöl und natürlich die Justagen wieder durchgeführt werden. Und natürlich unterstützen wir sogar die Wartung konstruktiv, indem wir das alles schön aufgeräumt anbieten. Also für keine Arbeit, die wir verlangen, während der Wartung muss irgendetwas zerlegt oder auseinandergebaut werden. Das ist alles in sehr rationalen Zeitabläufen darstellbar. Absolut richtig. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz zu dem neuen Kältemittel im Nutzfahrzeugbereich. 1, 2, 3, 4, YF. Ganz neu ist es natürlich nicht mehr, vor allem im Transporterbereich.
Da haben wir die Y-Serie hier, unser Flaggschiff Y50A, heißt also der Bruder zum A50 an der Stelle, nur mit einem anderen Kältemittel. Und das hintere A heißt einfach nochmal ein integriertes Analysegerät. Was hier zu sehen ist, hier ist eine Besonderheit. Sie sehen von außen vom Gerät schon zwei Filter. Das eine ist ein Feinfilter, das andere ist ein Auffangbehandelter, wenn man so will. Wir sprechen hier von einem Dreifach-Filtersystem. Der erste Filter sitzt im Gerät, wahrscheinlich von außen nicht ganz so gut zu erkennen. Das ist eine Ölfalle entsprechend, die während der Analyse das Öl, das eingetragene Öl auffängt und das wird bei der Ölabscheidung auch mit ausgegeben wieder. Hier als Sicherheit für den Bediener, Benutzer, einfach nochmal visuell die Darstellung, kommt da irgendwas an, Öl, Kältemittel oder sonstiges, und zur Sicherheit, wie gesagt, dieser Feinfilter. Die Besonderheit bei dieser Analyse ist folgende. Wir können selbst kleinste Mengen von oder Restmengen aus der Klimaanlage analysieren. Der Industriestandard sagt, zwischen 1,5 und 1,7 Bar sollte in der Anlage noch vorhanden sein. Das toppen wir das Ganze. Wir können selbst Anlagen, die mit ca. 500 Millibar nur noch beauflagt sind, noch analysieren, ohne dieses Kältemittel, was da drin ist, dann entsorgen zu müssen. Das heißt also, wir können auch diese Restmengen noch herausbekommen. Eine weitere Besonderheit unserer Analyse ist, dass wir eine echte Analyse haben, also nicht nur einen Kältemittelidentifizierer, der Ihnen sagt, ob das Kältemittel in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Im Falle von 1234YF muss die Reinheit mehr als 95% betragen. Und wir haben hier die Angaben drauf von den Inhaltsstoffen. Als erstes natürlich das gewünschte Kältemittel 1234YF, in diesem Fall 100%. 134A würde erfasst werden. Dann als nächstes die HC, also sonstige Kohlenwasserstoffe. UNK ist der englische Begriff für unknown bzw. unbekannte Kältemittel bzw. Gase. Und hier unten kommt nochmal R. Der aufmerksame Beobachter sieht natürlich ganz klar 100% 1234YF und 9% ist gar nicht möglich rechnerisch. Das ist aber schon möglich, ganz einfach deshalb, weil nicht kondensierbare Gase sich nicht mischen lassen mit Kältemittel auf der einen Seite und auf der anderen Seite nicht in den Reinheitsgrad als Größe mit einbezogen werden. Uwe, ich sehe, du hast deine Hand an einem manuellen Manometer, an einer manuellen Anzeige. Viele Kunden fragen immer in den letzten Gesprächen, ja, das könnte ja auch digital sein, das Ganze. Du weißt, ich bin kein Fan von Digitalanzeigen. Aus technischer Sicht, erklär uns doch bitte mal, warum nehmen wir denn lieber diese analogen Anzeigen? Nun ja, es handelt sich tatsächlich nicht um nostalgische Bestrebungen, sondern es hat einfach rein praktische Gründe, weil diese Manometer doch sehr genau und sehr zeitnah und sehr präzise den Druck in Echtzeit angeben. Und wir reden ja hier nicht nur über absolute Werte, wir reden über die Geschwindigkeit eines Druckanstiegs, wir reden über eine Druckwechselcharakteristik, über Druckschwankungen und dergleichen. Und die muss ich tatsächlich genau so ablesen können, wie sie entstehen. Und bei einem digitalen Gerät haben wir halt Abtastraten, die das Ganze etwas verzögern und die eventuelle Feinheiten auch wegfiltern würden. Ja. Gibt es eventuell noch Fragen aus dem Publikum zu diesem Thema? Die Regie sagt nein. Die Regie sagt nein. Tja, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken für die Zeit, die Sie aufgewendet haben, hier zuzuschauen. Dankeschön, auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal. Lieber Uwe, ich mag mich bei dir bedanken. Herzlichen Dank, dass du das heute hier gemacht hast. Es hat mir wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht an den Bildschirmen bzw. Monitoren. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.